Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Alan Wake. Ich bin's, euer Florian TV heute. Wir werden heute ein bisschen weitermachen an der Stelle. Letztens haben wir eine Frau hier vermisst und wir werden jetzt gucken, dass wir endlich... Ich wusste, ich hätte zur Polizei gehen sollen. Das war nicht gerade clever von mir, aber ich war immer noch wütend auf Barry, weil er es mir ausreden wollte. Diese Typen hatten mich angerufen, als ich auf der Wache war. Sie hatten keine Angst vor den Cops. Und Sie hatten Alice. Genau, Alice, seine Frau, wurde entführt und wir müssen jetzt herausfinden, wo sie ist. Und wir müssen herausfinden, was jetzt passiert ist. Genau, und wie es passiert ist und... Ja, wollen wir mal schauen, ne? So. Willkommen zurück, Freunde. Wie versprochen hat es sich unser guter Dr. Nelson gerade hier im Studio bequem gemacht. Doc, wie sehen Ihre Hirschfestpläne aus? Meine Pläne? Bei Ihnen klingt das organisiert. Das ist so gar nicht meine Art. Ja, wo ist denn der Typ gewesen? Ich habe keine bestimmten Pläne. Ich will einfach die Atmosphäre. So, dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Gehen wir mal weiter und schauen mal, was uns da so erwartet. Wir haben 24 Schuss maximal. Und ja, die Dunkelheit wird uns wieder einholen. Ja, wie das halt eben so ist. Man muss in alle Ecken gucken. Bauen. Und am besten ihr erkundet wirklich alles im Spiel, weil ihr seht ja, manchmal vergisst man mal was oder verliert man mal was. Und wenn man da mal guckt. Ah, wunderbar, die Krähen. Noch eine Flasche rum. Mensch. Fernseher an, vielleicht kommt da eine neue Sendung von mir. Schuld und Sühne. Krebs und Heilung der Menschheit. Aha, Krebs und Heilung der Menschheit. Manche Verbrechen kann man nicht bestrafen. Vor allem. In Night Springs. So. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal. Hier ist ein Wohnwagen. Aber die Dunkelheit hat uns erwischt. Also das heißt, die Menschheit ist nicht mehr zu retten. Oh. Hat jemand einen Unfall gebaut? Ein Manuskript. Das lesen wir uns doch mal durch. Die Luft im Besucherzentrum war von Gestank durchzogen. Als wäre eine verrottete Wasserleiche aus ihrem Grab gestiegen. Rusty hustete weiter Blut. Mein Blick fiel auf sein verdrehtes, gebrochenes Bein. Der Angriff war brutal gewesen. Max jaulte in seinem Käfig. Fieber und Entsetzen weiteten Rustys Augen. Er keuchte. Mr. Wake, es ist so passiert wie auf der Seite. Tja, das sollte uns schon zu denken geben, ne? Dass die so wie auf der Seite passiert. So, tja, ist das mein Auto? Nö, das ist nicht mein Auto. Was ist hier passiert? Niemand weiß es so wirklich. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Nein! Ah, nein! Nein! Rusty, Mist! Rusty, durchhalten! Ich komme! Bitte helf mir! Okay, alles klar, das sieht schon mal verdammt krass aus. So passiert, wie es sein sollte. Na, Halleluja. Hilfe! Hilfe, helft mir! Alter, was ist denn hier passiert? Kann mich jemand hören? Hilfe, ich brauche Hilfe! Naja, bin ja schon unterwegs. Ich muss nur gucken, dass ich hier irgendwie in das Besucherzentrum reinkomme. Das Rangerbüro war abgeschlossen. Ich brauchte einen Schlüssel. Was ist das Manuskript? Manuskript! So. Das Besucherzentrum war robust, doch der Aufprall zertrümmerte die Vorderseite völlig. Rusty wurde durch die Lobby geworfen und prallte hart gegen die Wand.
Es tat erst weh, als er versuchte, sein Bein zu bewegen, das in die falsche Richtung abgewinkelt war. Hm. Er spürte den Stich der gebrochenen Rippe und heulte auf. Er hatte Angst, allein zu sterben. Tja, das sieht natürlich ihm ähnlich. Ranger-Büro ist abgeschlossen. Das Tor zum Lover's Peak war verschlossen. Oh mein Gott, die Dunkelheit hat ihn. Hallo? Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Helfen Sie mir! Was ist denn hier passiert? Mr. Wake? Oh Mist! Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Ja, toll. Rusty ist gleich schon fast tot. Was auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Ja, ja, das Büro. Aber niemand weiß es so wirklich, was hier für ein Theater abging. Ja, voll das Blut. Normalerweise wäre der schon tot. Typ. Ganz ruhig. Na super. Hm. Also wissen wir wirklich nicht, was hier passiert ist. Ah, die Dunkelheit. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Ja, ja, das ist natürlich ziemlich heftig. Wenn das nicht geschieht, dann sitzen wir im Dunkeln hier. Ranger-Büro. Tja, da wird Geschichte wahr. Oh mein Gott. Karin. Oh mein Gott. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Rusty! Rusty! Oh mein Gott, die Dunkelheit. Oh nein! Ich bin zu spät. Dunkelheit hat. Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Ach du heilige Scheiße. Na wunderbar. Du Schande, was ist hier nur passiert? Rusty ist tot. Oh mein. Irgendetwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Ja, irgendwas, aber frag nicht was. Bitte nicht die Tiere füttern. Das Angeln ist nur Besuchern erlaubt, die eine Angellizenz für den Park bekommen haben. Freunde! Sie stets den Anweisungen der Ranger. Rusty? Rusty, nein! Gehen Sie wieder als 100 Meter an Bären und Felsen. Halten Sie so lange und mit hier mindestens einen Abstand von 20 Metern ein. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Lassen Sie Ihre Hunde nie unbeaufsichtigt. Es verstößt gegen das Gesetz, Naturobjekte oder historische Artefakte aus dem Park. Wow, heilige Schande, na, das nennt man mal einen Endgegner. Ja. Wir sind auch nicht mehr ganz beim Leben. Alter Scholli, ja.
43 Schuss und wir haben noch 3 Munition, ja. Boah, das ist heftig. Das ist echt heftig, Leute. Das ist so krass hier. Also ich glaub's, also das ist, boah, heftig. Mir fehlen die Worte. Ich will nicht wissen, was das für eine Kreatur ist da. Aber... meine Herrschaft, mit dem Licht kann man sich heilen. So. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Ja, das war die Dunkelheit. Ich bin wohl verrückt geworden. Bleib in der Hütte, öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Tja, der Einzige, der ich hier helfen kann, ist Alan Wake. Das bin in dem Fall ja wohl ich. Manuskript mal wieder. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Oh mein Gott. Das würde sie nun nie tun. Ja, so sieht's aus. So, dann schauen wir mal. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Wo ist denn jetzt die Dunkelheit? Wir sind in diesem Nationalpark hier. Gar keine Ahnung, wir müssen ins Licht gehen, uns heilen. Nun gut, es bleibt uns nichts anderes übrig, außer uns mit den Sachen zu bewaffnen, die wir haben. Ich hätte so viel Munition mitgenommen, wie es nur ging. Oh mein Gott, das ist ja jetzt schon so gruselig. Ich will gar nicht wissen, wie es aus ein paar Tagen aussieht. Ja, da hinten sieht es auch nicht gerade besser aus. Da hinten nicht. Wenn die Brücke einstürzt, dann... Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. So eine Kiste holen. Hier ist noch ein Gewehr. Ein bisschen Schrotmunition kann man immer gebrauchen. Naja, die Dunkelheit, die ist ja auch hier nicht gerade sehr hell in der Rübe, die Dunkelheit. Aber gut, die werden wir uns jetzt mal vorknüpfen. Wir hoffen, dass wir sie dann kriegen. So. Lover's Peak. Wir müssen dran von Alice. Das. Echt miserabel. Wow.
ich bin tot. Tja, ihr seht schon, ich bin gestorben. Ihr seht ja, nicht gerade die hellste Rübe bin ich hier. Nicht gerade sehr schön, aber man stirbt auch hier. Lover's Peak lag am Ende des Naturlehrpfads. Ja. Ihr seht, es ist gruselig. Kommt den Gegner an. Werfen mit ihren Gegenständen um sich und treffen einen und man kann auch in dem Spiel sterben. Aber das Problem ist, ich komme da einfach an der Stelle jetzt gerade auch nicht weiter. Ja. Wahrscheinlich müssen wir da einfach nur Rotflinte arbeiten. Kiste, alles mit. So, jetzt werden wir es nochmal ein letztes Mal versuchen. Schauen, ob wir es noch schaffen können. In der Hoffnung, dass es dann doch funktioniert. Aber gut, okay, wir wissen immer nicht, was genau passiert. Für die Gegner. Gegen die Taschenlampe ist nicht ausreichend. Das ist das Problem dabei. Leider. Ja, wunderbar. Die Dunkelheit. Ich denke auch, wir wären blöd. Naja, aber gut, man kann sie besiegen, indem man einfach weiterläuft. Ihr habt ja gesehen, wie es geht. Menschen sind nicht mehr zu retten. Ja, Dixie-Klo haben wir auch. Gut, haben wir nicht mehr. Aber wunderbar. Das ist schon mal ganz schlecht, dass wir keine Schrottmunition mehr haben. Aber es da lang. Da fallen auch an eine verlassene Hütte. Oh, natürlich. Manuskript ist schon mal ganz gut. Mal wie es weitergeht in der Geschichte. Niemand in Bright Falls schien zu wissen, wo Al war. Aber Rose, die Kellnerin im Restaurant, hatte ihn gesehen. Nach Barrys Wissen war Al wie vom Erdboden verschluckt, nachdem er das Restaurant verlassen hatte. Rose war die Art Fan, die Al hasste, aber sie wollte wirklich helfen. Außerdem war sie schlau, wusste viel über das, was in der Stadt vorging, viel über Al, sogar wer Barry war. Barry gefiel sie. Bei Frauen hatten Barry und Al nur selten denselben Geschmack. Ja, ich will mal sagen, ein paar gibt es nicht allzu viel. Wenn wir es maximal ja, nicht mehr. Ja, die Gegner sind doch etwas schwieriger als ich dachte. Man sollte mal feiern. Aber die Story ist ja. Geht schon nicht. Ja, jetzt einfach. Also die Dunkelheit macht einen schon schaffen, ne? Hier ist es gruselig, es ist heftig, anstrengend. Wir haben noch 34 Schuss, wir haben noch maximal 8 Batterien. So. Bitte, so aus. Hallo Holzpeller!
Neuzeller-Bande. Ich hab doch gesagt, dass die Dunkelheit einen versucht, hier umzubringen. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn die hier nicht noch mehr auftauchen. Was außergewöhnlich. Gebirge. Okay, alles klar. Jetzt lernt man hier ein bisschen Kultur und Geschichte gleich auch noch. Na toll. Ist ja nicht so, dass ich jetzt großartig das Prüfungskomitee erwartet hätte, aber eigentlich wollte ich es nicht erwarten. Mann, ey, das kann ja mal heiter werden. Ja, das wird ja immer verrückter hier. Wow! Mann, die greifen ja aus allen Seiten an. Das ist ja furchtbar mit euch hier. Engel, sag mal, wo habt ihr das denn gelernt? Mit eurer Sense die Leute anzugreifen. Hey, da kann ich weiterlaufen. Das Licht. Boah, da können wir uns heilen im Licht. So Leute, ich glaube an der Stelle machen wir heute für heute auch erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch mal wieder an der Stelle super gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Oder schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen. Ich habe schon lange schon bis zu schauen. Bis dahin. Ciao.